gesagt, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, Jesus Christus spricht in der Offenbarung des Johannes, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. So lasst uns diesen Gottesdienst mit Würde und mit Freude beginnen. Ihr seht, das Kreuz ist verhangen, das Licht ist darüber, das Osterlicht leuchtet. Ja, das Kreuz hat nicht das letzte Wort, auch in unserem Leben nicht. Nicht Leid, nicht Tod, nicht Verzweiflung hat nicht das letzte Wort, sondern das Licht unseres auferstandenen Heilands, das ist das Letzte, was wir sehen. Lasst uns den Gottesdienst fröhlich beginnen mit dem Lied, was wir eben schon so angedeutet gehört haben. Christ ist erstanden von der Marter alle. Es soll wir alle froh sein. Christ wird unser Trost sein. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich nicht dem Tode preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen. Das ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Kommt! Lasst uns dem Herrn die Ehre geben. Ich rufe zu dir, Herr, und mein Gebet kommt frühe vor dich.
an diesem Ostermorgen. Lass meinen Mund deines Ruhmes und deines Preises voll sein, täglich und nicht nur heute, am Tag der Auferstehung. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge all meine Missetaten. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. O Herr, bewahre uns an diesem Tage mit deiner Gnade ohne Sünde. Sei uns gnädig, Herr, sei uns gnädig. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, mit den Worten des österlichen Kyrie.
Heute nach Markus. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes, weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Als aber Jesus auferstanden war früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich in anderen Gestalten, 2 von ihnen unterwegs, als sie über Land gingen. Und die gingen auch hin und verkündeten es den anderen. Aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hätten denen, die ihn gesehen hatten als auferstanden. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Aber wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und dazu aufstehen, meines Mannes. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unser Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, auffahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
und die Liebe Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich möchte heute auf einen Stein zurückgreifen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Mit so einem runden Stein kann man nicht so gut bauen, das hält nicht so gut. Die müssen schon ein bisschen glatter sein, ein bisschen beschliffener, dann passt es. Aber wir haben das vorhin gehört im Psalm 118, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Als Jesus predigt, da hat es immer wieder auch Neider gegeben. Leute, die lange Theologie studiert haben, Leute, die bei berühmten Rabbis in die Schule gegangen sind, Leute, die 5 Bücher Mose fast auswendig auf Hebräisch vorlesen konnten. Alles ganz gelehrte Leute, die sich über alle möglichen Fragen Gedanken gemacht haben. Aber Gott gefiel es, einen Menschen aus Nazareth zu berufen und zum Heiland zu machen und mit seinem ganzen Geist und mit seiner ganzen Göttlichkeit in ihm zu wohnen. Jesus von Nazareth. Und die Priester, die so viel gelernt hatten über das Heilige Alte Testament, hatten doch oft nicht den Blick der Liebe und auch nicht den Blick des Himmels, um es richtig auszulegen. Aber Gott hat diesen Stein zum Eckstein gemacht. Jesus Christus. Und wie ist es denn eigentlich mit seinem Kreuz und mit seiner Auferstehung? Also die letzten 250 Jahre hat es immer wieder Theologen gegeben und auch andere intelligente Leute, die gezweifelt haben an seiner Auferstehung, die gesagt haben, nee, das muss alles irgendwie, war es das vielleicht gar nicht so, und dann muss man alles irgendwie anders verstehen. Und ich will es heute mal dreist so sagen, das, wovon wir heute reden, das ist der feste Grund unseres Glaubens. Und darauf können wir bauen. Ich lese aus dem ersten Korintherbrief des Apostels Paulus die ersten Verse aus dem 15. Kapitel. Er schreibt: Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch aufgenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet, in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden seid. Gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden, nach der Schrift, und dass er begraben worden ist, und dass er auferstanden ist am dritten Tage, nach der Schrift, und dass er gesehen worden ist von Kephas, also Petrus, danach von den 12. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal. Von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, nein, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Es sei nun ich oder jene, so predigen wir, und so habt ihr geglaubt. Soweit das Zeugnis des Apostels Paulus über die Auferstehung Jesu. Heute Morgen in der Nacht haben wir in der Osterkapelle auch schon einen Teil der Auferstehungsgeschichte gehört nach Matthäus. Manchmal hören wir es aus dem Johannesevangelium oder aus dem Lukasevangelium, und alle schreiben sie von dem Wichtigsten, was sie in ihrem Leben jemals erlebt haben. Nämlich von der Kreuzigung Jesu,
und von der Auferstehung Jesu. Und es ist so wichtig, dass sie uns das alle überliefern. Und sie alle haben sich viel Zeit genommen und auch viele Worte darüber gemacht, um das sehr ausführlich zu beschreiben, weil es das Wichtigste war, was sie in ihrem Leben jemals erlebt haben. Sie alle aber schreiben auch sehr viel von den Zeichen und Wundern, die Jesus Christus hier auf dieser Erde getan hat. Und Johannes traut sich zu sagen, dass alle Bücher das gar nicht fassen würden, wenn man alle Geschichten von Jesus aufschreiben wollte. Da wären also viele, viele Heilungswunder noch zu erzählen, die gar nicht in die Bibel reingepasst haben und wo man noch viele, viele Seiten hätte damit füllen können. Und ja, und dann kommen 1700 Jahre später gelehrte Leute, die am Schreibtisch sitzen und die am Schreibtisch die einzelnen Berichte vergleichen und sagen, das stimmt nicht so ganz überein, das könnte doch auch anders gewesen sein. Am besten ist, wir vergessen das Ganze. Es ist 1700 Jahre später, nicht? Das ist, fangen die an, über sowas dann zu philosophieren. Und Paulus, der sagt hier etwas ziemlich Eindringliches. Der sagt, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Er hat selber mit einigen reden können, mit einigen Augenzeugen, und andere haben es auch getan, so wie Lukas, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat, der als Arzt Paulus auf seinen Reisen teilweise begleitet hat, auf einem Teil dieser Reisen, und von dem wir auch die Apostelgeschichte überliefert bekommen haben. Und er hat auch ganz viel geforscht und selber ganz viel gesehen und ganz viel erlebt. Und für manche Menschen ist es ein deutliches Zeichen, dass Leute, die vorher gesehen haben, dass Jesus wirklich gestorben ist am Kreuz, wie er da elendig den Kopf geneigt hat und gestorben ist und später die Soldaten ihm sogar noch einen Speer in die Seite getrieben haben. Johannes erzählt das sehr genau. Blut und Wasser flossen heraus. Mindestens die Lunge war also perforiert. Ihr wisst das, die Medizin, was mit Medizin zu tun hatten, da kommt man nicht von weg. Das müsste gleich abgesogen werden und abgedichtet werden, damit dann überhaupt noch Leben möglich ist. Es ist nicht möglich, wenn die Lunge dann so in sich zusammenschnarrt. Und wahrscheinlich war auch das Herz getroffen. Es war so amtlich, dass Jesus da gestorben ist, dass sich alle, die es mitgekriegt haben, sich absolut sicher waren. Absolut sicher waren, dass Jesus wirklich mausetot war. Und so haben sie ihn ins Grab gelegt. Aber Gottes Möglichkeiten sind viel, viel weiter als unsere Möglichkeiten. Ich hatte das vorhin in der Friedhofskapelle schon angedeutet. Ich habe vor vielen Jahren, etwa 15 Jahre, in Lüdenscheid einen afrikanischen Prediger getroffen, auch mit ihm sprechen können. Daniel Ekechuk war, so ungefähr hieß der. Und der kam bei einem Autounfall ums Leben, wurde dann ins Krankenhaus gebracht, die konnten ihm nicht mehr helfen. Er lag dann da in der Pathologie, mehrere Ärzte hatten seinen Tod bescheinigt und seine Frau ist irgendwie ganz unruhig und hat irgendwann den Eindruck, da passiert noch was, du musst was tun. Die hat dann ihren toten Mann aus dem Krankenhaus rausgeholt, ist einige Kilometer mit dem Auto über Land gefahren, im Kombi, und hat den dann zu so einer Gebetsveranstaltung gebracht, wo der Rüdiger Bonke damals gepredigt hat. Die haben den erst gar nicht reinlassen wollen, weil man dachte, ein Sarg, da liegen bestimmt viele Bomben drin, die sprengen uns jetzt die Kirche in die Luft. Das passiert immer wieder, wenn so Missionsveranstaltungen sind, dass das nicht ganz ungefährlich ist in der Mitte Afrikas. Und der kam dann, man hat den Sarg dann aufgemacht, man hat ihn untersucht und man hat ihn dann ins Kellergeschoss gebracht und da haben einige Brüder und Schwestern für ihn gebetet. Und während diese Schwestern und Brüder für diesen Mann beten, der seit 4 Tagen tot ist, bei nicht so guten Kühlverhältnissen, wie wir das hier in Deutschland haben, da fängt dieser Mann an zu atmen. Und sie haben ihn dann warm gerieben, so dass er sich wieder ein bisschen bewegen konnte und er konnte sich dann aufrichten. Sie haben ihn gestützt und sie haben ihn nach oben gebracht in die Kirche. Und
Er war am Leben. Er war am Leben. Und dieser afrikanische Pastor, der ist eben auch in Lüdenscheid gewesen und hat mit uns geredet, auch mit meinen Kindern. Und er hat erzählt vom Himmel und auch von der Hölle, dass man also auch verloren gehen kann und davon, wie unglaublich wunderbar es ist, bei Jesus zu sein, dort im Himmel. Und die Papiere von ihm, die sind ja alle auch bezeugt und beglaubigt. Also manchmal passiert sogar so etwas. Manchmal passiert es. Und für uns normale Menschen, auch für die, die medizinisches Wissen haben, erscheint es so unglaublich, so unvorstellbar, dass ein Mensch aus dem Tod wieder aufgeweckt wird. Aber bei Gott sind diese Dinge möglich. Und es war ein wichtiges, deutliches Zeichen, was Gott unserer Welt geben wollte. Dieses Zeichen, das ganze Leiden um der Liebe willen, das sich selber hingeben als Lamm Gottes, als unschuldiges Lamm für die Schuld dieser Welt, für das Leid und den Schmerz dieser Welt. Das ist nicht ein Märchen oder irgendwas, was die sich aus der Bibel zusammengedichtet haben, sondern das ist Wahrheit, das ist Wirklichkeit und Gott unterschreibt es. Dadurch, dass er Jesus auf so dramatische Weise vom Tod auferweckt hat. Und manche reiben sich daran und sagen, ach, steht da nicht geschrieben bei Matthäus und bei Markus, dass die nach Galiläa gehen sollen? So hat es ihnen Jesus ja vorher gesagt, da werden sie ihn sehen. Ja, da sind sie ja später auch hingegangen, blieb ihnen auch gar nichts anderes übrig bei der Stimmung, die in Jerusalem damals herrschte. Aber zunächst einmal hat er sie noch am selben Abend besucht, in dem Haus, in dem sie sich versteckt und verborgen hatten. Und eine Woche später noch einmal. Aber später dann, eine ganze Weile später zur Himmelfahrt, da ist er wieder in Jerusalem gewesen. In der Zwischenzeit wahrscheinlich in Galiläa. Das ist so, wissen Sie, Sie kennen das aus dieser Zeit. Wenn jemand Nachrichten hört, dann hört man die mit den Ohren, mit denen man hören will. Und man sieht die Geschichte mit den Augen, mit denen man sehen will. Man versucht es einzuordnen. In das, was man begreift und versteht. Wenn von dem schrecklichen Krieg erzählt wird, die einen sagen, naja, die haben alleine, ganz alleine Schuld, die anderen sagen, nein, die haben nicht alleine Schuld, ist egal, es ist, jeder sieht es mit seinen Augen, so war es bei Corona auch. Die einen haben gesagt, nee, ist nicht ganz so schlimm, die anderen haben gesagt, lasst uns bloß vorsichtig sein, dass es nicht so viele Opfer gibt, das ist eine ganz gefährliche Seuche, wir müssen echt total aufpassen. Und die Meinungen gingen auseinander, man hat es auch nicht übereinander gekriegt. Ein paar Wissenschaftler haben so gesagt, viele Wissenschaftler haben so gesagt. Wie sollte man das alles untereinander kriegen? Es war einfach schwierig. Und so ist es mit vielen Dingen, dass wir das so sehen, wie wir meinen, dass wir es sehen können. Leute, die ungläubig sind, die sagen, ach, die Bibel, da kann man doch gar nichts mit anfangen. Ich gucke jetzt mal, ich finde bestimmt irgendwelche Widersprüche. Und manche, die solche Widersprüche suchten, sind darüber gläubig geworden, aber nicht alle. Und es ist, aber einige, die mir bekannt sind, es ist so, dass man die Dinge auch missverstehen kann. Und wenn man irgendwelche Fehler sucht, dann wird man sie vielleicht finden, dass man meint, da passen jetzt Dinge nicht übereinander. Aber waren wir Augenzeugen oder waren die Augenzeugen? Waren wir da ganz dabei oder waren die es? Und was ist mit den Hunderten von Leuten, die ihn gesehen haben, lebend gesehen haben? Noch vor der Himmelfahrt und bei der Himmelfahrt. Es ist, lasst uns einfach auf dem feststehen, was fest ist, nämlich der Grund der Heiligen Schrift und das, was die Heilige Schrift uns sagt. Das ist unser Fundament, mit dem wir leben und mit dem wir sterben können. Und wir können damit wesentlich sanfter und besser sterben, als wenn da nur so ein Reanimationsteam neben uns steht und guckt, dass es bis zum Letzten was rausholen kann. Und wenn nicht, dann eben nicht. Und ja, und das war's, dann ist hier nichts mehr. Pech gehabt. Oder wenn ich an Krebs sterben muss und der Weg dorthin ist schwierig und die Behandlung ist auch schwierig und es ist, ja, da muss ich da eben alles durch und am Ende ist eben nichts mehr. Oder wenn ich früh sterben muss. Aber wenn ich weiß, hey, da ist Jesus Christus
Und bei ihm finde ich Leben auch über den Tod hinaus. Und bei dem bin ich geliebt, bei dem bin ich aufgehoben, bei dem bin ich zu Hause. Dann ist es etwas ganz, ganz, ganz anderes, als wenn ich nur den Trost dieser Welt habe, der über den Tod nicht hinausreicht. Liebe Geschwister, es ist so schön, dass wir wieder Ostern feiern können und dass wir wieder uns das zu Herzen nehmen können. Ja, Jesus lebt, Jesus lebt. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, der Paulus, der hat sich vielleicht da irgendwas aus den Fingern gesaugt und ach, der Paulus, ja, der hat da wieder eine neue Geschichte erfunden. Über die Bekehrung des Paulus finden wir in der Apostelgeschichte 3 Berichte. Einmal ganz am Anfang, wo es hinpasst, als es geschehen ist, und dann in der Apostelgeschichte 22, da verteidigt er sich vor den jüdischen Oberen in Jerusalem, spricht vor einer großen Menschenmenge, erzählt die Geschichte nochmal und dann in Apostelgeschichte 26 nochmal vor den römischen Obrigkeiten, vor Festus. Und bei 22, ein paar Verse vorher, noch in den 21, da finden wir den Satz: Und nach diesen Tagen machten wir uns fertig und zogen hinauf nach Jerusalem. Was ist das für ein Wir? Das ist ein Wir des Lukas. Lukas war dabei, Lukas war Augenzeuge. Nicht die ganze Apostelgeschichte hindurch, vieles hat er aufgeschrieben von anderen, aber da war er längst persönlich dabei. Und dann erzählt er, was Paulus da als Verteidigungsrede gesprochen hat. Und dann etwas später, noch in derselben Rede, da sagt er in Vers 17, es geschah aber, dass ich wieder, als ich wieder nach Jerusalem kam, im Tempel betete und dass ich in Verzückung geriet und ihn sah. Jesus sah. Da sprach er zu mir, eile und mache dich schnell auf aus Jerusalem, denn dein Zeugnis von mir werden sie nicht annehmen. Und ich sprach, Herr, sie wissen doch, dass ich die, die an dich glaubten, gefangen nahm und in den Synagogen geißeln ließ. Und so weiter und so weiter. Und er sprach zu mir, geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Also, nicht nur, ja, Jesus, also Paulus hat Jesus tatsächlich gesehen, als er da im Tempel in Verzückung geriet, sah Jesus, Jesus ist ihm erschienen. Und Paulus ist kein Märchenerzähler, sondern Paulus ist ein Mensch, der Jesus Christus gesehen hat, den er vorher bis aufs Tod, bis aufs Blut verfolgt hat, seine Anhänger, die zu ihm hielten. Und er war ja auch bei der Steinigung des Stephanus dabei. Und dieser Mann, der Jesus so verfolgt hat, er sieht Jesus, er darf Jesus sehen. So wie das manchen auch gegeben worden ist im Laufe der Zeit. Sei es hier auf der Erde oder sei es auf dem Weg zum Himmel. Und ich bin so froh, dass wir zuverlässige Zeugen haben und dass Menschen wirklich ihr ganzes Leben gegeben haben, nachdem sie Jesus erlebt haben und er wirklich mit ihnen gegangen ist und ihnen gezeigt hat, wo es lang geht, dass sie ihr Zeugnis weitergegeben haben, und all unsere Kirchen im Lande, die würden alle nicht stehen, wenn es solche Zeugen nicht gegeben hätte, die wirklich in ihrem Leben Jesus als die lebendige Kraft erlebt haben. Und ich wünsche uns allen das auch, dass wenn wir in Schwierigkeiten oder in Not kommen oder in Situationen, die sich für uns wie ein persönliches Kreuz anfühlen oder in Krankheit oder in Leid, dass wir uns bei Jesus Christus festmachen, dass wir ihn bitten, dass er bei uns ist in der Not, und dass er uns aus der Not auch wieder herausführt, bis eines Tages in sein Licht und in seinen Leben. Und ich wünsche uns das allen, dass wir uns von Gott immer wieder neue Kraft holen, von dem lebendigen Gott, so dass wir es in unserem eigenen Leben auch erleben. Ja, er ist da, er lebt und er will auch in uns Gestalt gewinnen, in unserem Leben und darüber hinaus. Amen. Yeah.
beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gehet in den Frieden. Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Kollekt ist heute für unsere Patenkinder in Tansania. Ja. So, wollen noch hinweisen, am 18. April, das ist ja was allgemein und auch wichtig ist. Am 18. April abends um 18.30 Uhr haben wir drüben im Gemeindehaus Gemeindeversammlung. Da geht es um ganz wichtige Themen über die Zukunft unserer Gemeinde. Und wer irgendwie Beine hat und die Möglichkeit hat zu kommen, kommen Sie einfach, schauen Sie rein, wo alles draufsteht, um welche Themen es geht. Es geht unter anderem um die pfarramtliche Versorgung über 2017 hinaus. In 4 Jahren hätte ich Ruhestand. Und das ist sehr schwer, im Moment Fahrrad zu besorgen. Und wir haben uns da was einfallen lassen, wie wir wenigstens die ersten Jahre wahrscheinlich Hilfe bekommen können. Ja.